Sehr gut. Das war jetzt toll, Schatzelein. Was machen wir jetzt? Schaut mal über die Schäler. Ja, schaut aus wie Zeitlupe, gell? Zeitlupe. Das denke mal, dass dir das dauert. Bewege dich nie schneller als unbedingt notwendig. Altes bayerisches Sprichwort. Wieselein, magst du Limo? Und was ist mit euch, mit dir Würstel? Ja, herzlich gerne, aber ich muss leider im Dienst. Na, dann essen wir eins. Komm, geh mal. Gell? Hast du nicht gesagt, dass der Neue heute kommt? Ja, der Blitzel heißt er. Kommt aus Rosenheim. Gut, der hat aber ganz eine gute Beurteilung. So, alle holen sie aus der Stadt raus und der möchte den Stadt nicht. Ja, mei. Du wärst mal eine ganz gute Abwechslung. Ihr zwei kennt euch doch schon in- und auswendig. Mama, frage mich, worüber ihr euch eigentlich unterhaltet, während Nachtlag ist. So, dazu wäre zu sagen, dass wir beide uns ja auch in- und auswendig kennen. Wir haben immer noch was zum Reden, dafür sorgst du schon. Und der Moosgraber ist mindestens so eine große Ratschkattel wie du. Sag einmal, spinnst denn du, H.I. und der Ratschkattel, bevor ich meine Ruhe hab? Ja. Ich die Ratschkattel und nicht du. Im Übrigen hast auch bis auf Weiteres Ruhe von mir. Also, ja, mein Gott. Wir werden uns beschweren. Servus, Franz. Grüß Gott. Ach, wer hat jetzt gerade so besonders nett von dir gesprochen? Kein Mensch. Dieser Witz ist uralt. Richtig. Der Heindl lässt dich grüßen. Danke. Und ich soll dir ausrichten, dass er keine besondere Sehnsucht nach dir hat. Ebenfalls. Wie geht's seiner Verletzung? Du, das ist besser geworden. Aber 14 Tage ist er schon im Krankenstand. Wir waren halt gemeinsam im Tierpark. Okay, da hast du aber Glück gehabt, dass die nicht da gehalten haben. Da hätte ich jetzt furchtbar gern lachen, lieber Franz, aber auch dieser Witz ist leider uralt, ich jawohl. Weiß. Na, was ist der Moosgraber? Heute sind wir ein bisschen knapp, glaube ich. Wo sind wir denn? Du geh weiter. Auf die Minute genau, gell? Und dann nimm dir mal ein Beispiel an dem neuen Kollegen. Der ist schon seit einer halben Stunde da. Studiert den Stadtplan. Was? Magst du nur schauen? Ja. Darf ich bekannt machen, der Kollege Plötzl aus dem schönen Rosenheim, Herr Moosgraber aus Tirol. Wie heißt das Bergdorf, wo du her bist? Du, lieber Franz, das war heute so ein schöner Tag für mich, dass du mich absolut nicht beleidigst. Na, man probiert's halt. Aber die Ehre? Ist gut, Herr Moosgraber. Ich freue mich, dass wir miteinander fahren. Ja, aber das her kannst du sparen. Und ob das für dich eine Freude ist, mit mir zu fahren, das wird sich herausstellen. Wo kommst du her? Aus Rosenheim? Ja. Ich habe eine schlechte Erinnerung. Wieso? Na ja, der Kollege hat einige schlechte Erinnerungen und die haben alle weibliche Vornamen. Er hat da manchmal ein bisschen Pech. Ich würde vorschlagen, dass du fährst, bis er die Stadt besser kennt. Nein, nein, meine Frau ist Münchnerin und außerdem habe ich so jung und schon verheiratet. Ja. Und dreifacher Vater. Ah. Schau nicht so dumm, deine Schicht fängt an. Mit dem Funk kennst du dich aus? Ja, natürlich. Unser Wagen heißt Schwabing 0115. 0115? Richtig. Gut. Wie alt bist du denn da? 31. Und für drei Kinder? Mhm. Alles Eigenproduktion. Was meinen denn Sie? Ah, du. Mit dem Sie fangen wir erst gar nicht an, gell? Denn im Einsatz kann ich auch nicht sagen, Sie, Herr Kollege, sind so gut. Also gut. Ich war's Heinz. Und du? Ich bin der Moosgruber. Ich glaube, wenn mich einer mit dem Vornamen anspricht, ich würde gar nicht mehr reagieren. Jetzt bin ich also tatsächlich in München. Ja, und was ist denn da so schön dran? Gut, die Stadt ist sehr schön und man hätte ein Kulturprogramm. Nein. Weißt du, ich möchte weiterkommen. Aha. In Rosenheim bleibst du letztendlich aber der gutmütige Schande, der die alten Leute über die Straße führt und so. Ja, und was ist denn da Schlechtes dran? Die Langeweile. Die Routine. Verkehrsdelikte, Trunkenheit, Ladendiebstahl, verstehst du? Ja, und was glaubst du, was bei uns los ist? Ladendiebstahl, Trunkenheit, Verkehrsdelikte und ein paar andere Angelegenheiten. Da kannst du aber dann Prügel holen, wenn du den Pech hast. Ja, und dann natürlich die Demonstrationen. Da schmeißen sie Steine nach. Wenn alles so beschissen ist, wenn du sagst, warum bleibst du dann dabei? Ja, ich habe nicht gesagt, es ist beschissen. Aber ein Traumberuf ist es gerade auch nicht. Ja, die Kameradschaft. Kameradschaft ist sehr gut bei uns. Der nächste Wagen zur Sonnenstraße. 0112 steht hier. Nein, lass bleiben. Da stehen andere näher. Aha. Sag mal, wo fahren wir eigentlich hin? Wir fahren spazieren, das siehst du. Ich fahr spazieren und beobachte den Verkehr. Und wenn nichts dazwischen kommt, dann landen wir am Ende
auf dem Gelände von der Bundesbahn in der Landsberger Straße. Und da habe ich noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Du, ob wir da einen winzigen Umweg machen könnten, ne? Das ganze Leben ist ein Umweg. Warum? Ja, weißt du, ich wohne da in der Nähe und ich habe meiner Frau aus der Apotheke was besorgt und das kann dir vorbeibringen. Ich schätze, das lässt sich machen. Danke. Bitte, keine Ursache. Also, ich bin gleich wieder da, gell? Du, halt, warte mal. Sag mal, da wohnst du? Ja, da drum. Warum? Was denn da? Die Fenster von der Wohnung gehen ja direkt auf die Straße raus. Mhm. Du, jetzt mal, wenn ich da entlang fahre, fasziniert mich der Gedanke, wie das sein muss, wenn da die Auto quasi direkt durchs Wohnzimmer fahren. Also, faszinierend da drum ist bloß die Frage, wie lange das man es aushält. Aber was möchtest du machen bei den Preisen? Möchtest du das anschauen? Ja, tu das, hätte ich gern. Ja, dann mach dich auch Fuß gefasst. Sperr gerade am Bogen. Welche Firma? Hm? So, komm rein. Auf gern. Da waren wir. Also, das ist ein Schlafzimmer und da geht's ins Kinderzimmer hinter. Aha. Das ist Kich. Aha. Das ist meine Frau, die Kollegin Musgruber. Ist gut? Ist gut. Ich hab dir was aus der Apotheke mitgebracht. Dankeschön. Geht's dir besser, hm? Ja. Du hast meine Frau seit der letzten Geburt solche Beschwerden. Oder weil sei das von den ewigen Abgase kommt, ne? Na? Und jetzt zeige dir die Aussicht, die dich so fasziniert. Komm da rein. Das sind meine Buben, der Viktor, Franz Josef. Wir haben das noch in der Wiege. Sagt schon alles gut? Grüß Gott. Wer ist euch, Buben? Also, die sind aber lieb. Na ja, aber die Wohnung ist doch soweit ganz schön, he? Ja, aber die hättest du mal sehen sollen, bevor ich renoviert hab. Na, war viel los heute. Nein. Ja, weißt, die Kinder spielen manchmal Auto zu sein. Ein Polizeiwagen bringt 2 Punkte, gell? Ein Notarztwagen 5 und die Feuerwehr 10 Punkte, gell? Am guten Nachmittag bringen es die Kinder manchmal auf 50 bis 60 Punkte. Du, ich hör schon fast nichts mehr. Mein Gott, wer hält mir das aus? Wir zahlen hier 210 Mark im Monat. Dafür muss man viel aushalten. Ja, und wie lange seid ihr schon da? Seit einem Vierteljahr. Beim Schwertransporter, da klirren die Scheiben und das Fernsehbild kippt. Sag einmal, könnt ihr bei dem Lärm überhaupt schlafen? Man gewöhnt sich. Du weißt, ich hab schon mal gedroht, ob ich nicht das Schallschutzfenster einsetzen lassen soll. Aber die sind sauteuer. Ja. Außerdem ist das hier sowieso ein Dauerzustand. Du musst dringend was anderes finden. Also, wenn du mal was hörst, ne? Aber ich muss auf den Preis schauen. Und wer habt ihr in Rosenheim gelebt? Meine Eltern haben ein Grundstück mit einem Gartenhaus. Aha. Das haben wir umgebaut, weißt du? Ja. Ja, aber als dann Bärbe gekommen ist, war es schon ein bisschen eng. Aber die Buben haben den ganzen Tag draußen spielen können. Mhm. Und ich habe mir mein eigenes Gemüse so gebaut. Ich bin nämlich Vegetarier, weißt du? Was bist du? Vegetarier ist kein Fleisch. Ja, was ist, magst du nicht aussteigen? Nein, ich hab was zum Essen dabei. Kaltverpflegung. Da tät sich mein Magen sauber bedanken. Ja, trink wenigstens einen Kaffee. Ich hab eine Thermosflasche. Aha. Ja, dann wünsche ich dir guten Appetit. Haben die Herren? Ja, bitte, lieber Kassel. Das ist eine Spitze, das soll er. Achtung, ein bewaffneter Raubüberfall in der Zinetti-Straße. Wer fährt? Schwabing 0115 könnte fahren. Wo stehen Sie? Landsberger Straße. 0114 steht Sindlinger Torplatz. Richtig, 0114, Zinetti-Straße 26. Sie werden erwartet. Richtig, wir fahren. Schwabing 0112 an Schwabing 0115. Schwabing 0115. Hört Sie mich? Ja, hier, Schwabing 0115. Endlich. Unterm Starnberger Bahnhof fahren jugendliche Rollschuh. Was? Im Untergeschoss vom Starnberger Bahnhof machen jugendliche Blödsinn.
Schauen Sie mal nach und fahren Sie vorbei. Richtig. Verstanden. Ende. No, no, no. Also ich verstehe wirklich nicht, warum Sie jetzt auf einmal so weinen. Weil ich wütend bin. Auf mich? Auf mich natürlich. Und auf meine verdammte Eitelkeit. Trösten Sie sich. Eitelkeit ist ein biblisches Laster. Ich leide auch drunter. Ich verstehe aber nicht, was Ihre Eitelkeit mit dem Zusammenstoß zu tun hat. Ja, aber der Zusammenstoß ist doch nur passiert, weil ich die falschen Schuhe anhatte. Kriege ich da eine Erklärung oder muss ich das gleich verstehen? Sehen Sie, die habe ich mir gestern gekauft. Sehr schön. Und die haben ein Schweinegeld gekostet. Und heute habe ich eine wichtige Verabredung. Und statt dass ich die flachen nehme zum Autofahren, habe ich die hier angezogen. Naja, und damit bin ich ja dann abgerutscht von der Bremse und auf den geparkten Wagen gestoßen. Der Schaden ist bestimmt ein paar tausend Mark. Zuzüglich einer Ordnungsstrafe. Einer was? Ordnungsstrafe. Sie haben fremdes Eigentum beschädigt. Ja, aber ich habe mich doch selbst gemeldet hier auf der Polizei. Das war auch ein Fehler. Sie hätten am Unfallort bleiben müssen, bis die Polizei kommt. Unfallflucht nennt man das. Ja, ich habe doch meinen Wagen dort stehen lassen. Das Ganze war doch gleich hier um die Ecke. Na ja, das kriegen wir dann schon. So, wir nehmen jetzt erstmal das Protokoll auf und Sie ziehen heute in Zukunft zum Autofahren flache Schuhe. Ah, das geht manchmal nicht. Hohe Schuhe gehören bei mir zur Berufskleidung. Ja, es gibt da so ältere Herren, die stehen auf sowas. Was wollen Sie denn damit sagen? Nix. Ja, Sie halten mich wohl für eine... Ich bin Model. Was? Strumpfmannequin. Ja. Schuster Johanna. Eine milde Gabe bitte, ein kleines Almosen. Aber dass das klar ist, das ist mein Platz. 10% bleiben für mich. So, und jetzt will ich euch mal zeigen, wie der alte Hubertus auch auf Rollschuhen seine Mann steht. Obwohl er unter Rollschuhen früher ein bisschen was für mich tut. Eine milde Gabe, eine milde Gabe. Die Bullen! Die Expo, dazu so gut geht. Was Sie da machen, ist verboten. Ja, ich weiß, aber das macht Laune. Sie sollen stehen bleiben. Vielen Dank. Das war Hilfe in höchster Not. Hm? Haben Sie getrunken? Ja, sicher das. Gucken Sie doch mal auf die Uhr. Alkohol auf Rollschuh. Das ist eine echte Novität, weißt du? Was Sie da gemacht haben, ist eine Ordnungswidrigkeit. Ja, ich weiß. Ich habe mit einer fürchterlichen Buße zu rechnen. Können Sie sich ausweisen? Nein. Ist auch nicht nötig. Herr Moosgruber kennt mich bestens. Ja, das ist der Hubertus. Stadtbekannt und unverbesserlich. Was war denn los? Oh, ich sitze da ganz gemütlich und halte mein Händchen auf. Und da kommen die jungen Leute und machen ein Happening auf Rollschuh. Ich hab denen gleich gesagt, das ist verboten, was ihr da macht. Und da haben sie bloß gelacht. Und dann haben die gesagt, die wäre ja bloß neidisch, weil ich nicht Rollschuh laufen könnte. Da habe ich gesagt, ich bin schon Rollschuh gelaufen. Da wart ihr noch bei eurem Opa ein Hosentürchen drin. Und das haben sie nicht geglaubt. Und da habe ich die das bewiesen. Wem gehören denn die Rollschuhe? Die gehören einem jungen Mann. Der war sehr freundlich, obwohl hat der ungeheuer viel Pickel im Gesicht hatte. Und ausweisen können Sie sich nicht? Na, nee, der Lappen ist mir irgendwann mal abhanden gekommen. Dann kommen Sie mit auf die Polizeiinspektion. Sie, das bedeutet aber Verdienstausfall für mich. Das muss der mir ersetzen. Also die Witze werden einer schon vergehen. Bitte kommen wir her. Und Sie bleiben da. Lassen doch stehen. Kriegst nur Unannehmlichkeiten. Wieso? Das Recht ist auf unserer Seite. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Also gut. Aber das Protokoll schreibst du. Also los, gehen wir. Nee. Sie, ich fahre. So, Frau Schuster, lesen Sie es bitte genau durch, wenn alles in Ordnung ist. Unterschreiben. Ja. Ah, der Hubertus hat er die Rollschuhe geklaut. Ich hab mein Lebtag nichts geklaut. Und wenn, dann bestimmt kein Rollschuh. Ja. Was war denn los? Nix wie Blödsinn. Aber er möchte alles ganz genau wissen. Ein Strumpfmannequin. Und? Ist alles in Ordnung? Ja. Dann können Sie die Sache Ihrer Versicherung melden. Sie hört ab von uns. Machen wir durch. Vielen Dank. Sie waren sehr freundlich. Das sind wir immer. Wiedersehen.
So. Also, Sie heißen? Robertus. Und weiter? Döselstetten. Genau gesagt, von Döselstetten. Ja, da gucken Sie mal. Ich habe Familie. Sie sehen einen veritablen Aussteiger vor sich. Geboren? 5.9.20. Sternbild der Jungfrau. Wo? Zu Haus. Ich habe Sie gefragt, wo Sie geboren sind. Das wollte ich ja gerade sagen. Zu Haus, auf Schloss Döselstetten. Das ist in der Nähe von Köln. Schloss ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, denn wir hatten bloß so an die 20 Zimmer. Also, der Ort heißt Döselstetten. Das habe ich nicht behauptet. Der Ort heißt Eichenbröder. Und hat sicherlich auch eine Postleitzahl. Die Sie natürlich nicht wissen. Nee. Wofür? Ich schreibe nie. Verheiratet? Mehrmals. Ja, wie oft? Ja. Zweimal. Kinder? Fünf. Ja. Ich habe meine Frauen sehr geliebt. Beruf? Beruf? Ja. Das ist ja so eine Sache. Nach dem Abitur hat mein Vater mich gezwungen zu studieren. Medizin. Da war ich das erste Mal verheiratet. Aber die Medizin hat mich überhaupt nicht angetönt. Da bin ich einfach zu Hause abgehauen. Das brachte die Scheidung. Na ja, und weiter? Weiter? Und bin ich zur See gefahren. Binnenschifffahrt. Rein auf, rein ab. Ja, ein, ja aus. Und wenn Sie mich nach meinem Beruf fragen, sage ich am liebsten Seemann. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch meine zweite Frau kennengelernt. Die habe ich ebenfalls sehr geliebt. Geh, Hubertus, hör doch auf mit der Story, komm. Ich muss vielleicht noch erwähnen, dass ich einen unbändigen Drang nach Freiheit habe. Immer hatte. Und deshalb habe ich mich dann auch von meiner zweiten Frau gelöst. Und da bin ich dann unter die Räder gekommen. Da lebe ich heute noch. Ne? So, Blötzl. Und jetzt versuchst du mal, ihm eine Anzeige zu verpassen. Also, Herr von Döselstetten. Also, Bertus. Ich bin doch Bertus. Haben Sie einen festen Wohnsitz? Da sehe ich das. J ist freier Natur. Eine zustellfähige Anschrift habe ich nicht. Ich bin mittellos. Und deshalb ist auch ein Bußgeldbescheid bei mir für jegliche Liebesmühe. Da ich nach Abmahnung nicht zur Vernunft komme, können Sie mich in Unterbindungsgewahrsam nehmen. Das würde ich so ja begrüßen, weil mir meine Leber zurzeit sehr zu schaffen macht. Sie können mich auch zur Bußgeldstelle mitnehmen und feststellen, dass ich nicht pfändbar bin. Und wenn? Dann würde ich mir den Betrag vom Sozialamt zurückholen. Die Rollschuhe sind nicht mein Eigentum und müssen hinterlegt werden, bis dass der Besitzer sich meldet. Darf ich jetzt gehen? Aber das ist doch juristisch eine unmögliche Situation. Richtig. Ja, was macht man jetzt da? Tja, was macht man jetzt da? Nix. Man lässt ihn laufen und wartet, bis er mal in Scheiße baut. Dann kann's nasenverkehrt sein. Scheiße bauen? Können Sie aber lang warten. Ich bin eine Seele von Mensch und tu keiner Fliege was zu leiden. Sie wissen das. Und somit darf ich mich wohl verabschieden, ne? Sie bleiben hier! Ich möchte Ihre Zeit wirklich nicht länger in Anspruch nehmen, denn time is money, sagt schon der Lateiner. Ne? Sie wissen ja, wo Sie mich finden können, ne? Ich habe gesagt, Sie bleiben hier! Aber lange fertig miteinander! Weil ich keine Verbrecher Wer ist Hubertus? Hubertus ist ein Stadtstreicher. Er glaubt, dass alle Polizisten Deppen sind. Aber da war er bei mir in der falschen Adresse. Wieso, was hat er denn angestellt? Er ist unterm Starnberger Bahnhof Röscher gefahren. Und? Die Satzungen der Stadt verbieten das ausdrücklich. Das ist als Ordnungswidrigkeit strafbar. Und jetzt hat er geglaubt, bloß weil er mittellos ist, Gott.
Weil ich möchte nicht wissen, was der so einen ganzen Tag zusammenbettelt. Ja, hast du ihn festgenommen, oder was? Ja, natürlich. Und jetzt kommt das Größte. Meine Herren Kollegen hätten den am liebsten wieder laufen lassen. Der Herr Moosgruber ist doch sehr nett. Der hat doch bloß sein Brotzeit im Kopf. Sehr nett. Der hat sich beinahe totgelacht, weil ich drei Kinder habe in meinem Alter. Ja, und die anderen Kollegen? Ich hab bloß noch den Dienstgruppenleiter kennengelernt. Das ist ganz ein gemütlicher. Sei doch froh. Der Mann ist doch wichtig für dich. Dann frage ich dir, was ein Dienstgruppenleiter taugt, der um jede Unannehmlichkeit einen großen Bogen macht. Der will seine Ruhe haben, sonst nix. Ja, aber kannst du das denn nach einem Tag schon beurteilen? Ich meine, der Mann hat doch Erfahrung. Ah ja, der hat eine große Erfahrung, wenn man Schreibarbeit vermeidet. Dünnbrettbohrer nennt man das. Geheimnis. Aber dann war der eine auf der Wacht, der mit ihren Beinen kokettiert. Haben's Stiel angekriegt. Ein Witzel da, ein Witzel da. Nein. In Rosenheim hätte es das nicht gegeben. Naja. Vielleicht ist höchste Zeit, dass er mal ein frischer Wind reinbläst. In die Polizeiinspektion 1. Ja, der Franz. Der Moosgruber hat gezeigt, dass du so große Sehnsucht nach mir hast. Jetzt muss ich doch mal schauen. Wie geht's dir denn? Du fehlst uns. Wie bitte? Magst du Bier? Nein, danke. Ich hab schon einen Kaffee bestellt. Ilona, Kaffee. Läuft schon. Und kochen. Kommt. Ja, du, ich hätte beinahe Blumen gebracht, aber ich bin mit dem Radl da. Ist was? Ja, seit gestern. Der Neue, der Plötzl. Plötzlich war er da, der Mann aus Rosenheim. Ja, und? Was ist mit ihm? Ja, mein, eigentlich kann man gar nichts sagen gegen ihn. Er ist jung, kennt sich aus, korrekt, ehrgeizig. Zu ehrgeizig. Was der meint, er weiß schon alles. Jetzt machst du mir direkt neugierig. Du, der passt einfach nicht zu uns. Herrschaft, wir sind doch Inspektion 1, wir sind doch jemand. Und ich will, dass das so bleibt. Da darf sich kein falscher Ton einschleichen. Du, wie lange dauert denn das mit dem Gips? Wann kommst du denn wieder?